Herr Jansen, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl als Präsident des Hamburger Sportvereins. Heute war das denn den Kopf ein bisschen freimachen beim Fußballspielen? Ja, gibt nichts Schöneres. Sonntag auf der Anlage. Letzter Test nochmal für die Truppe, aber auch für die gegnerische Mannschaft. Guter Test, gutes Spiel, viel, viel drin und es ist immer wieder schön, am Sportplatz zu sein und ist tatsächlich dann ein bisschen Urlaub, auch wenn man sich natürlich erstmal reinkämpfen muss. Man ist ja auch keine 20 mehr. Ich habe gesehen, im Gegensatz zu Ihrer Bundesliga-Laufbahn haben Sie sich heute gleich ganz vorne in der Spitze einsortiert. Ist das Ihre neue Rolle beim HSV? Ja, schon länger, also bei der dritten. Ich glaube, aufgrund der vielen OPs und so, die ich auch hatte und so, ist das so die Position, die man am besten noch spielen kann. Mit der Linie rauf und runter, das geht nicht mehr. Eine letzte Frage habe ich noch. Ihre erste Amtshandlung nach der Wahl, wie sieht die aus? Was wird das sein? Ach, wir werden uns jetzt erstmal, wir haben ja jetzt erst die Wahl hinter uns gebracht, das Vertrauen bekommen, das Präsidium steht jetzt und da werden wir uns zeitnah zusammensetzen und ja, haben viele Themen, viele kenne ich aber auch, weil ich ja auch in Santa war im Aufsichtsrat. Von daher ist natürlich die Pandemie, die immer noch nicht besiegt ist, immer noch ein großes Thema, um weiter zu stabilisieren. Aber dann natürlich auch, ja, Themen nach vorne weiterzuentwickeln. Das sind sicherlich viele Themen, aber im Moment bestimmt ist natürlich noch sowohl für den e.V. mit Breiten- und Amateursport, was ja jetzt Gott sei Dank, wie man heute sieht, wieder seit längerem geht, dass die Kinder und Jugendliche auch, ja, dass man Sport wieder machen kann, dass Zuschauer wieder da sind, auch im Amateursport, nicht nur bei den Profis. Und das ist Spaß und das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass wir das stabilisieren können und dass wir Corona gemeinsam für den Sport, nicht nur für den Fußball, mit allen in ganz Deutschland eben hinbekommen, dass wieder ein Stück weit Normalität kommt. Vielen Dank, Herr Jansen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf dem Platz.